Wir sind zurück bei einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus. Und Leute, was soll ich sagen? Als allererstes ein frohes neues Jahr. Das habe ich natürlich voll vergessen, weil die ganzen anderen Aufnahmen waren ein bisschen vorproduziert. Ja, wegen Weihnachten, Neujahr etc. pp. Und wir haben heute den 3.1. Ja. Und dann nehme ich auch das Video direkt auf. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Und ich hoffe auch, dass sich im neuen Jahr hier so ein bisschen was auch ändern wird, was unser Urheberrechtsproblem angeht. Denn ich habe mir da was Schönes überlegt. Das ist nämlich das, was ich als allererstes auch ansprechen wollte. Und zwar haben wir wieder zwei oder dreimal... Boah, das nervt auch. Zwei oder dreimal das Problem gehabt in den Videos, dass die Musik, die wir im Hintergrund hören, obwohl ich drüber laber, von YouTube erkannt wurde und man gesagt hat, ja, hier liegt ein Urheberrechtsproblem vor. Und meistens hat man das genau dann immer gehört, wenn ich so 10, 15 Sekunden meine Klappe gehalten habe. Und somit musste ich die Musik halt selber rauskeien. Da ich da keine Lust drauf habe, jedes Mal das Video nochmal neu zu bearbeiten und den Ton an dieser Stelle entweder auszuschalten oder leiser zu machen, werden wir nicht mehr hier dieses Menü aufnehmen. Dann haben wir das Problem nicht mehr. Und ich werde die ganzen Mails hier, ich habe den Vertrag durchgelesen, mit den Konditionen nicht einverstanden. Hä? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Roman Weinfeld, ich habe den Vertrag durchgelesen und ich bin nicht mit den Konditionen einverstanden. Hey Trainer, ich will am liebsten mehr spielen, würde eine Pause jetzt angehört. Ich fühle mich momentan sehr müde. Okay, alles klar, wird gemacht. Das heißt, ich werde euch bei Beginn versuchen zu erzählen, was hier so ein bisschen abging. Wir haben jetzt Spieltag Nummer 15, nee, Nummer 16. Wir sind im 15. Spieltag, den haben wir schon hinter uns. Und wir werden jetzt mal hier den FC Augsburg frisch machen. Ja, und an Götze Stelle, Alter, wen stellen wir denn da hin? Komm, wir nehmen das Schein. Und ihr werdet die Aufstellung ja dann hinterher sehen. Das lassen wir jetzt erstmal so. Dann werde ich nämlich erst die Aufnahme anfangen, nachdem ich den Kack hier gemacht habe. Ja. Aber es war ein kleiner Leck. Denn dann hören wir die nicht mehr. Und zwar dann halt so ab jetzt. Ja. Herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie dabei. Und genau. Gleich geht's dann auch los. Und ich und hoffe, heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Dass das dann wesentlich besser ist. Oder sagen wir mal so, ich denke. Ja, ich werde dann halt, naja, den Einlauf hier würde ich auch gerne jedes Mal überspringen. Aber man sieht ja die Aufstellung hier jetzt. Ne, okay, das ist die Tabelle. Mega Fail. Ja, wir haben einmal verloren gegen Hoffenheim. Und dieses Spiel, ja, ihr habt es ja gesehen. Borussia Dortmund will heute beweisen, dass man aber mal gucken, kann als bei der ich habe jetzt so circa zwei Wochen, mit der TSG zweieinhalb Wochen. Das 0:1 wurde von vielen ja eher als Ausrutscher gewertet. Ja. Sie haben gut trainiert und ich denke, zweieinhalb Wochen nicht gespielt. Gerade biegen und gewinnen. Und mal gucken, es wie wir hier reinkommen. Immer ein ob wir jetzt hier ein gewinnen, im verlieren. Signal ich habe natürlich vorgenommen, das kann man wohl sagen, die das frisch zu machen. Auch daran, dass ich die Menschen in der Region und, absolut mit. Wir können es aber auch so machen. Wenn ihr unbedingt die Aufstellung sehen wollt, ich mache einmal kurz Pause. Dann könnt ihr hier sehen, wir haben Aubameyang, Schürrle, Sahin, Weigl, Castro, Dembélé, Guerrero, Batra, Sokratis und Bellerin. Und im Tor natürlich Birki. Warum geht das immer so schnell weg, ey? Ich hoffe, das kann ich mal gucken, ob man das ausschalten kann. Wenn es euch interessiert. Ansonsten mache ich das nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren da lassen. Und ich würde mal sagen, wir fangen so mal direkt an. Heute also an. Direkt mal mit einem Foul, was nicht gepfiffen wird. 4-5-1 heute aus. Und ich hatte ja schon immer dieses Verteidigungsproblem. Jawohl, aber mir setzt sich da gut durch. Und so bist du einfach schwerer auszurechnen.
Und da ist sie, die Startelf. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und nun ein Schuss. Der erste Schuss im neuen Jahr aufs Tor. Doch ein gutes Stück drüber. Von Weigl. Ja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich auf jeden Fall. Hab nichts Großartiges gemacht, so. War ganz chillig, mal bei meinen Eltern. Ansonsten eigentlich gar nichts, weil ich bin auch nicht so der Feiertyp. Ja, ich bin da eher so der Gechillte mittlerweile. Ja, ich habe das alles schon hinter mir und ich mag es auch nicht so jetzt groß feiern. So mit Freunden und Familie, okay, ja. Aber da waren auch alle mit Freunden, mit Familie und Freundin eher mehr am Start. Wird das eine Torchance? Und ja. Ah, den muss er besser verteidigen. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und deswegen, also. Es ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier wirklich dickhart Party machen und. Keine Ahnung was. Ich gehe das lieber alles gechillt an. Und ja, ich habe sogar noch was vergessen. Nicht nur ein frohes neues Jahr, sondern auch super noch nachträglich hoffe ich, ihr hattet wunderbare Weihnachten. Seid alle reich beschenkt worden. Da passt er auf, Ball geklärt. Alter Schwede, es ist hier echt gerade hart Concentration am Start. Kajubi. Und ich bin hier mega am Quatschen. Aber macht nichts. Wir haben erst eine Niederlage, wir könnten uns noch eine leisten oder zwei oder drei, wir sind echt gut dabei, aber ich möchte das nicht, ich hasse es zu verlieren. Okay, wer mag es generell schon zu verlieren, aber ich bin extrem schlecht im Verlieren, also ich fuck mich da dann schon ab, hat man wahrscheinlich gegen Hoffenheim auch gemerkt, auch in anderen Spielen, auch wenn es immer unentschieden ist, und unentschieden ist für mich... wie eine Niederlage. Ja. Unentschieden. Auch wenn es einen Punkt gibt oder so, ist eine Niederlage für mich so. Damals beim Handball unser Trainer auch immer gesagt, ein Unentschieden ist okay und akzeptabel, aber es ist eine Niederlage quasi fürs persönliche Ego auch, weil man nimmt sich eh immer vor zu gewinnen. Oh nein. Dembélé. Und hier. Marc Bartra. Nun Schürrle. Jetzt müsste man eine zündende Idee kommen. Aubameyang, jawohl. Aubameyang, da schießt er. Was ein Billo-Schuss. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Ja, das ist erste Spiel im neuen Jahr. Fängt ja schon gut an, Alter. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen mehr konzentrieren, Alter. Auf jetzt, hier. Bayer. Wird's jetzt gefährlich? Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Unglaublich. Komm, jetzt hier mal mehr konzentrieren. Cool. Auf. Klasse Technik. Dembélé. Warum hat er den Haken jetzt gemacht? Mit dem nächsten Angriff. Hector Bellerin. Guerrero. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er zieht ab. Oh, er hat Spiel, Schiri. Kajubi. Teigl. Ich hoffe auch. Dass ich auch halt, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt und aufgenommen habe, dass es hier abseits. Dass das hier alles wunderbar jetzt läuft. Aber ich denke mal schon, ich habe ja nichts daran geändert. Weigl. Jetzt vielleicht der BVB. Da geht er dazwischen. Alter. Ich raste hier gleich aus. Verhaak. Erstmal safe spielen hier. Marc Bartra. Auf Ballbesitz gehen. So, da ist er hingefallen. Hector Bellerin. Weigl.
Guerrero. Oh, Guerrero, was war das für ein Pass? Und ich weiß ja nicht, wer so von euch und den Zuschauern so schick Fußball affin ist. Ja, jeder kriegt es bestimmt mit und den heißen Trubel von Aubameyang, der ja zu Real Madrid möchte oder wie auch immer, was jetzt da so alles dran ist an den ganzen Gerüchten. Alter, ich hab gedacht, er wird drin. Was da so dran ist, weiß man ja nicht wirklich. Also er hat ja mal gesagt, er würde gerne für Real Madrid, also für einen der größten Clubs von Europa, mit der größten Clubs von Europa gerne mal mitspielen oder gerne dort spielen. Man hört und liest und so viel darüber, also und Dortmund ist ja jetzt nicht wirklich hier die Luschenmannschaft von vor das den Herren. Ja. Foul. Sehr gut aufgepasst. Ey Schiri. Jetzt die Ecke, vielleicht geht da was. Aubameyang ist heute überhaupt nicht im Spiel. Kein ja, vom Teufel spricht. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. Dortmund ist in ja sehr gut aufgestellt. Kann er nicht helfen. Ja, also wir können auf jeden Fall unseren Aubameyang. Warte mal, man konnte doch hier auf den kurzen Pfosten. Souverän gemacht, war gar nicht so einfach. Halbzeit. So, Dortmund jetzt ist ja jetzt nicht so schlecht aufgestellt, ja, und unser Trainer der Tuchel und unser relativ Superchef, bislang ja, von ihm, oder unser Vorstand, nee, nicht bisher Vorstand, tut ach, sich noch schwer. Geschäftsführer, ich bin echt ein bisschen über der Spur, hat ja gesagt, wir haben super Qualitäten, das zu ersetzen, das heißt, Marco Reus kann in den Sturm gehen, genauso wie Schürrle. Die haben beide zwar nicht so den schnellen Antritt wie Aubameyang, aber sind auch halt ballsicher und Reus ist auf jeden Fall, würde ich mal echt sagen, stimme ich Watzke zu, torgefährlicher. Also er hat wirklich, auch gute Chancen als Sturm zu spielen. Ich bin mal gespannt, wie sich das so jetzt damit läuft entwickelt, die zweite Hälfte. Weil Borussia es sind ja jetzt Dortmund auch die Wintertransfers. Mal gucken. Und Schein. Bin gespannt. Wir machen jetzt Hector mal ein bisschen Bellerin. Druck. Pass auf die Außenbahn. Auf jetzt, Auber, lauf mal ein Stück. Die Flanke kommt gut rein. Ach. Die Flanke hat er. Und ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen konzentrieren. Mal ein bisschen weniger über Trash-Talk gelabert. Hier, wir müssen jetzt mal hier Druck machen, Mann. Wir müssen jetzt hier mal Tore schießen und nicht Pressing. Da passt auf! Oh, safe. Die Gäste werden wechseln. Das war doch gerade Halbzeit. Nun Schürrle. Boah, man merkt echt. Entschuldigung, Gonzalo man merkt Castro. Echt, ich hab wirklich nicht mehr richtig gezockt, ey. So. Also ich hab schon über die Feiertage und so gezockt, aber halt. Nun Schürrle. Jetzt kein FIFA. Da kann er ihn stoppen. Ah, den shit. Ball. Weil das ist echt absolut kein Spiel problemlos. Gewesen, was jetzt so. Es wird privat relativ wenig irgendwie online oder mit Freunden gespielt. Zu lässig mit der Hacke. Der Ball ist weg. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Er findet den Mitspieler. Aubameyang. Da kommt er schon. Jawohl, da ist es endlich das Tor. Vorne. Endlich. Castro hat's gemacht. Meine Fresse, ey. Wurde ja auch mal Zeit. Genau Aubameyang, sein Schuss war auch sehr schön. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter sehr, sehr schön. Weiter und er springt nur wieder raus. Ja. Ja, wie gesagt, also ich habe wirklich nicht. Also, was heißt wirklich nicht? Ich habe generell gar kein FIFA gespielt. Über die Feiertage. Dip, 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 dip. Was wir mehr gespielt haben, war
Ich hätte jetzt fast gesagt WoW. Da ist das erste Tor. Overwatch. Und es hat bis aber das nehmen wir auch, also nehme ich generell irgendwie nicht mehr auf, so, weil... Gute Leistung und eine weiß seiner nicht. Besten Szenen. Sehen also, wir ich jetzt weiß noch nicht, warum. Ich habe keine Lust dazu, das wirklich so aufzunehmen jetzt. Ja, ich kann mir das echt... So, und jetzt sind hier noch 30 nicht Minuten vorstellen. Zu absolvieren. Also ich habe da echt absolut keine Lust drauf, das ich aufzunehmen. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich... Ich könnte ja mal die anderen fragen, wie die das so sehen. Weil wir spielen Sie müssen da auch schneller spielen, dann können mittlerweile Sie die Defensive überraschen. Jedes Mal, fast jedes Mal zu abgepfiffen, sechs. Es gibt Freistoß, mit den ein paar neuen Kollegen. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hat und da ist die Frage halt, ob die das auch wollen, dass ich das aufnehme und auf YouTube stelle. Ist ja auch in der alles Bundesliga nicht so steht dann bald das nächste einfach, Spiel an dass man für das Borussia so Dortmund. Kann. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Und wir hoffen auf ein tolles Spiel. Schön. Dafür kürzen Sie den Abstand zum Schützen. Aber das könnt ihr auch in den Kommentaren gerne mal da lassen, was ihr dazu haltet. Oder generell an Tipps, was wir mal so noch die aufnehmen können Augsburger und spielen sind kann. Also in Kürze wieder am Start. Weil ich habe mir die Tage nämlich mal ja, gedacht, so, gegen den HSV im so ältere Spiel Games in der sind eh für mich geil. Und ich denke, geil. Das dürfte durchaus machbar sein. Gleich wird hier gewechselt. Die Alex, bist doch am Arsch. Und jetzt der Ball im da habe ich mir gedacht, mal so ein bisschen, entweder in dem Battlefield... Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Vier Story Mode. Er versucht es mit einem Wechsel. Ja, es gibt mittlerweile Battlefield das 1, ich weiß. Macht er ihn. Wow, schöne, schön. Aber ich liebe es auch gerne, alte Spiele zu spielen. Nochmal den Story Mode, auch wenn ich es ein bisschen kenne. Oder Battlefield Hardline, das ist auch ein sehr geiles Spiel. Zu spielen und aufzunehmen. Guerrero. Kennt zwar die Storys und so, aber es gibt ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Geht er rein? Foul, Freistoß. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Und da habe ich mir überlegt, so mal fürs Aufnehmen das Schwerste vom Schwersten zu nehmen oder so. Mal gucken, was ich da noch mache. So noch ein bisschen mehr Abwechslung reinzuhauen hier auf dem Kanal. Ja, Schiri, mach deine Striche. Und ich bin hier gerade voll drin im Labermodus. Sorry dafür, falls es nervt. Aber es ist ja das neue Jahr. Es ist ja das neue Jahr. Ihr könnt gespannt sein, da wird sich einiges wahrscheinlich noch ändern. Hier auf dem Kanal. So, Reus, den wird auf jeden Fall der Reus schießen. Und es wird unser, ich glaube, wir haben schon mal ein Freischusstor gemacht. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt. Ah, zu fest. Hat nicht viel gefehlt. Ich dachte erst noch, es wäre zu lasch, ey. Hat der Torwart Glück? Wäre da reingegangen? Ist er daneben oder ist er... Der Schuss sah zunächst so aus, als könnte er reingehen, aber dann war er doch ein war Tick leider zu hoch zu fest. Angesetzt. Der Ball geht über den Kasten, auch wenn hier nicht viel gefehlt hat. So. Aber jetzt mal hier Concentration, ein 1-0, das ist noch ein bisschen... Weigel. Bisschen knapp. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Einen gescheiten Angriff von denen und ich verkack's. So wie hier jetzt, Mann. Ach, leck mich doch. Da verlieren sie den Ball. Am Arsch hier. Die Gäste werden wechseln. Echt. Verhaak. Der Angriff etwas sah verhakt. Gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Ah, Ecke. Und das gibt Eckball. So, Lauf an kurzen Pfosten. Jawohl. Den Ball. Ah. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch noch sind wir genug. Nicht durch. Noch ein Tor wäre nice. Zur Sicherheit. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Und Dortmund kann sich hier auf keinen Fall zu früh zurücklehnen. Sie sollten eher nochmal versuchen, einen Treffer nachzulegen. Julian Weigel. Pff, Weigel. Abgewehrt und ja, der hat auch Klasse gemacht. Weigel seinen hier Vertrag verlängert. Da war es ja dort. Und dann kam ja nochmal die Gerüchte auf so, dass sie in Real Madrid haben will. Und das scheint auch zu stimmen. Aber Weigel hat direkt eine klare Ansage gemacht gehabt. Also genauso wie Schmelzer. Schmelzer hat in einem Interview gesagt, dass er sich sein Karriereende bei Borussia Dortmund vorstellen kann. Und das sind alles Fußballspieler, die ich sehr, sehr schätze, die echt nicht jetzt, auch wenn es mit Dortmund mal, sag ich mal, was hoffentlich nie passieren wird, scheiße laufen wird. Klasse gespielt. Dann den Ver. Der Ball kommt von Reus. Da kommt er hin und er faustet den Ball. Einwechseln. Oder wie damals der Götze wegen Geld. Ja. Also angeblich wegen Geld. Und da gibt der Freistoß.
Seine Aussage war ja auch der sportliche Erfolg. Man will in der Champions League spielen und hier und da und bla bla bla. Fairer Einsatz hier. Ist ja alles schön und gut, aber auch das kann man mit Borussia Dortmund. Auch mit Dortmund erreichen so Erfolge, wenn man dran arbeitet und glaubt. Ja. Dazu muss man nicht die Vereine verlassen. Aber das ist alles Ansichtssache. Ich weiß nicht, wie ich handeln würde. Das ist alles so, das ist so situationsbedingt. Er macht das Spiel schnell. Weg mit. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Der Ball abgefälscht vom Schiedsrichter, unglücklich. Ah, der Schiedsrichter ist schon sehr schön. Ich weiß nicht, wie ich da handeln würde, weil... Geht als Sieger vom Platz. So, Sie gewinnen ja, neues Jahr, neues Glück, passt, ja. Wir haben nach unserer letzten Niederlage gegen Hoffenheim uns wieder aufgerafft und haben einen neuen Sieg eingefahren und sind somit immer noch, hier bei dieser Scheißmusik kann man das machen, sieht man, kann man hier irgendwo Tabelle sehen? Ne, sind hiermit noch Tabellenerster und da bleibt es mir nur noch zu sagen, ja, weil das wollen wir hier, danke für die Auszeit, ja, sehr schön, gerne getan. Da bleibt es mir nur zu sagen, Leute, ein Däumchen wäre ein Träumchen und dann sehen wir uns morgen wieder in einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus. Bis zum nächsten Mal.